Aber ich habe doch einen Mario Götze noch im Kopf, der Transfer von Dortmund nach Bayern. Naja, der passte überhaupt nicht in die Marktwirtschaft rein. Die haben einfach einen Spieler, den besten Spieler von Dortmund, weggekauft. Die haben den Lewandowski, den besten Spieler, weggekauft. Und haben Dortmund sozusagen, ich müsste ja eigentlich Lüdenscheid-Nord sagen, aber ich sage mal ruhig Dortmund, einfach die Mannschaft nicht eliminiert, aber zurückgeworfen. Und ob die jemals da wieder hinkommen, so eine tolle Mannschaft zu haben, das wird sich zeigen. Mit Geld, das haben die geschafft. Also das ist freie bei Dortmund 100 Millionen gekostet, das kostet jetzt bei Wolfsburg dann wahrscheinlich 200, bis die wieder klein sind. Und so wollen sie das jetzt auch mit De Bruyne und würde mich nicht wundern, wenn aber es wechselt jetzt schon... Wechselt der noch, meinst du? Ja, mich würde also, aber... Also Alofs hat gesagt 99,9%, das sind interessante 0,1%. Ja, überragend, das sind ganz hochgradige Philosophen. Wie bei der Vaterschaft, ne? Ja, Moment, aber Olaf, wie weit kennst du dich da aus? Gar nicht. Bisschen schwanger geht ja nicht, ne? Bisschen schwanger geht. Aber ich will nur sagen, ein De Bruyne, der darf einfach nicht wechseln. Wir wünschen uns das so sehr. Da gehe ich mit dir, oder bin ich einer Meinung. Aber wir müssen doch wissen, dass die Manager von heute jetzt schon vorausdenken und dass Verträge jetzt schon hintenrum gemacht werden, um Spieler abzuwerben. Und ein De Bruyne hat vielleicht schon ein Angebot von Barcelona, von Real Madrid oder Bayern München, was wir noch gar nicht wissen.